An den christlichen Adel deutscher Nation von Dr. Martin Luther im Jahre 1520. Der allerdurchlauchtigsten, großmächtigsten kaiserlichen Majestät und dem christlichen Adel deutscher Nation, Dr. Martinus Luther. Gnade und Stärke von Gott zuvor, allerdurchlauchtigster, gnädigste, liebe Herren. Es ist nicht aus lauter Fürwitz noch Frevel geschehen, dass ich, einzelner armer Mensch, mich unterstanden habe, vor euren hohen Würden zu reden. Die Not und Beschwerung, die alle Stände der Christenheit zuvor die deutschen Lande drückt, hat nicht allein mich, sondern jedermann bewegt, vielmals zu schreien und Hilfe zu begehren, hat mich auch jetzt gezwungen zu schreien und zu rufen, ob Gott jemand den Geist geben wollte, seine Hand der elenden deutschen Nation zu reichen. Es ist oft durch Konzile etwas aufgewandt, aber durch etlicher Menschen List behendiglich verhindert und immer ärger geworden, deren Tücke und Bosheit ich jetzt, Gott helfe mir, zu durchleuchten gedenke, auf dass sie erkannt hinfort nicht mehr so hinderlich und schädlich sein möchten. Gott hat uns ein junges, edles Blut zum Haupt gegeben und damit viel Herzen zu großer, guter Hoffnung erweckt. Daneben will sich's ziemen, das unsere dazu zu tun und der Zeit und Gnade nützlich zu gebrauchen. Das Erste, was in dieser Sache vornehmlich zu tun ist, ist, dass wir uns ja mit großem Ernst vorsehen und nicht etwas mit Vertrauen auf große Macht oder Vernunft anfangen, obgleich aller Welt Gewalt unser wäre. Denn Gott kann's und will's nicht leiden, dass ein gutes Werk im Vertrauen auf eigene Macht und Vernunft angefangen werde. Er stößt es zu Boden, davor hilft nichts, wie im 33. Psalm, Vers 16 steht. Es wird kein König bestehen durch seine große Macht und kein Heer durch die Größe seiner Stärke. Und aus diesem Grund besorge ich, sei es vor Zeiten gekommen, dass die teuren Fürsten, Kaiser Friedrich I. und der II. Und viel mehr deutsche Kaiser, vor welchen sich doch die Welt fürchtete, so jämmerlich von den Päpsten mit Füßen getreten und gedrückt worden sind. Sie haben sich vielleicht auf ihre Macht verlassen, mehr als auf Gott. Darum haben sie fallen müssen. Und was hat zu unseren Zeiten den Blutsäufer Julius II. So hoch erhoben, als dass ich besorge, Frankreich, die Deutschen und Venedig haben auf sich selbst gebaut. Es schlugen die Kinder Benjamin 42.000 Israeliten, deshalb, weil diese sich auf ihre Stärke verließen, Richter 20. Dass es uns nicht auch so mit diesem edlen Blut Karl dem V. ergehe, müssen wir gewiss sein, dass wir in dieser Sache nicht mit Menschen, sondern mit den Fürsten der Hölle handeln, die wohl selbst mit Krieg und Blutvergießen die Welt erfüllen können, aber sie lassen sich damit nicht überwinden. Man muss hier die Sache mit einem Verzagen an leiblicher Gewalt, in demütigem Vertrauen Gottes angreifen und mit ernstlichem Gebet Hilfe bei Gott suchen und nichts anderes in die Augen fassen als der elenden Christenheit Jammer und Not, unangesehen, was böse Leute verdient haben. Wo das nicht geschieht, so soll sich das Spiel wohl mit großem Glanz anfangen lassen. Aber wenn man hineinkommt, sollen die bösen Geister eine solche Irrung zurichten, dass die ganze Welt im Blut schwimmen müsste und damit dennoch nichts ausgerichtet wäre. Darum, lasst uns hier mit Furcht Gottes und weislich handeln. Je größer die Gewalt, desto größeres Unglück, wo nicht in Gottesfurcht und Demut gehandelt wird. Haben die Päpste und Römer bisher durch Teufels Hilfe die Könige ineinander wirren können, so mögen sie es auch noch einmal tun, so wir ohne Gottes Hilfe mit unserer Macht und Kunst dreinfahren. Die Romanisten haben mit großer Behendigkeit drei Mauern um sich gezogen, womit sie sich bisher beschützt.
haben, so dass niemand sie hat reformieren können, wodurch die ganze Christenheit greulich gefallen ist. Zum Ersten, wenn man mit weltlicher Gewalt auf sie eingedrungen ist, haben sie festgesetzt und gesagt, weltliche Gewalt habe kein Recht über sie, sondern umgekehrt, die geistliche sei über die weltliche. Zum Zweiten hat man sie mit der Heiligen Schrift tadeln wollen, setzen sie dagegen, es gebühre niemand die Schrift auszulegen als dem Papst. Zum Dritten, droht man ihnen mit einem Konzil, so erdichten sie, es könne niemand ein Konzil berufen als der Papst. So haben sie uns die drei Ruten heimlich gestohlen, dass sie ungestraft sein können und sich in die sichere Befestigung dieser drei Mauern gesetzt, alle Büberei und Bosheit zu treiben, die wir denn jetzt sehen. Und ob sie schon ein Konzil machen mussten, haben sie doch dasselbe vorher dadurch matt gemacht, dass sie die Fürsten zuvor mit Eiden verpflichteten, sie bleiben zu lassen, wie sie seien. Dazu haben sie dem Papst volle Gewalt über alle Ordnung des Konzils gegeben, so dass es gleich gilt, es seien viele Konzile oder gar kein Konzil, abgesehen davon, dass sie uns nur mit Larven und Spiegelfechten betrügen. So gar greulich fürchten sie für ihre Haut vor einem rechten freien Konzil. Sie haben Könige und Fürsten damit schüchtern gemacht, so dass diese glauben, es wäre wider Gott, so man ihnen nicht in allen solchen schalkhaftigen, listigen Schreckgespensten gehorchte. Nun, helfe uns Gott und gebe uns der Posaune eine, womit die Mauern Jerichos umgeworfen wurden, dass wir diese strohernen und papierenen Mauern auch umblasen und die christlichen Ruten, Sünden zu strafen, losmachen, des Teufels List und Trug an den Tag zu bringen, auf dass wir durch Strafe uns bessern und seine Huld wiedererlangen. Wollen die erste Mauer zuerst angreifen? Man hat's erfunden, dass Papst, Bischöfe, Priester und Klostervolk der geistliche Stand genannt wird, Fürstenherren, Handwerks- und Ackerleute der weltliche Stand. Das ist eine sehr feine Erdichtung und Trug. Doch soll niemand... deswegen schüchtern werden, und das aus dem Grund. Alle Christen sind wahrhaftig geistlichen Standes, und ist unter ihnen kein Unterschied, außer allein des Amts halber. Wie Paulus in 1. Korinther 12, Vers 12 und fortfolgende sagt, dass wir allesamt ein Leib sind, obwohl doch ein jegliches Glied sein eigenes Werk hat, womit es den anderen dient. Das alles macht, dass wir eine Taufe, ein Evangelium, einen Glauben haben und auf gleiche Weise Christen sind. Denn die Taufe, Evangelium und Glauben, die machen allein geistlich und Christenvolk. Dass aber der Papst oder Bischof salbt, Platten macht, ordiniert, weiht, sich anders als Laien kleidet, kann einen Gleisner und Ölgötzen machen, macht aber nimmermehr einen Christen oder geistlichen Menschen. Demnach werden wir allesamt durch die Taufe zu Priestern geweiht, wie Petrus 1. Petrus 2 sagt. Ihr seid ein königliches Priestertum und ein priesterliches Königreich. Und Offenbarung 5,10, du hast uns durch dein Blut zu Priestern und Königen gemacht. Denn wo nicht eine höhere Weihe in uns wäre, als der Papst oder Bischof gibt, so würde durch des Papstes und Bischofs Weihen nimmermehr ein Priester gemacht. Er könnte auch weder Messe halten, noch predigen, noch absolvieren. Drum ist des Bischofs Weihe nichts anderes, als wenn er an Stelle und Person der ganzen Versammlung einen aus der Menge nehme, die alle gleiche Gewalt haben, und ihm befehle, diese Gewalt für die anderen auszurichten. Das ist gleich, als wenn 10 Brüder, eines Königs Kinder und gleiche Erben, einen erwählten, das Erbe für sie zu regieren. Sie wären ja alle Könige und von gleicher Gewalt, und doch wird einem zu regieren befohlen. Und damit ich's noch klarer sage, wenn ein Häuflein frommer Christenlaien gefangen und in eine Wüstenei gesetzt würden, die nicht einen von einem Bischof geweihten Priester bei sich hätten,
und würden allda der Sache eins erwählten einen unter sich, er wäre verheiratet oder nicht, und befühlen ihm das Amt, zu Taufenmesse zu halten, zu absolvieren und zu predigen, der wäre wahrhaftig ein Priester, als ob ihn alle Bischöfe und Päpste geweiht hätten. Daher kommt's, dass in der Not ein jeglicher taufen und absolvieren kann, was nicht möglich wäre, wenn wir nicht alle Priester wären. Solch große Gnade und Gewalt der Taufe und des christlichen Standes haben sie uns durchs geistliche Recht ganz zerstört und unbekannt gemacht. Auf diese Weise erwählten die Christen vor Zeiten ihre Bischöfe und Priester aus der Menge, die danach von anderen Bischöfen ohne alles Prangen, das jetzt regiert, bestätigt wurden. So wurden Augustin, Ambrosius, Cyprian Bischof. Dieweil denn die weltliche Gewalt nun gleich mit uns getauft ist, denselben Glauben und Evangelium hat, so müssen wir sie Priester und Bischöfe sein lassen und ihr Amt als ein Amt rechnen, das da der christlichen Gemeinde gehöre und nützlich sei. Denn was aus der Taufe gekrochen ist, das kann sich rühmen, dass es schon zum Priester, Bischof und Papst geweiht sei, obwohl es nicht einem jeglichen ziemt, solch Amt auszuüben. Denn weil wir alle gleichmäßig Priester sind, darf sich niemand selbst hervortun und sich unterwinden, ohne unser Bewilligen und Erwählen das zu tun, wozu wir alle gleiche Gewalt haben. Denn was allgemein ist, kann niemand ohne der Gemeinde Willen und Befehl an sich nehmen. Und wo es geschehe, dass jemand zu solchem Amt erwählt und danach um seines Missbrauchs willen abgesetzt würde, so wäre er gleich wie vorher. Drum sollte ein Priesterstand in der Christenheit nicht anders sein als ein Amtmann. Dieweil er im Amt ist, geht er vor, wo er abgesetzt ist, ist er ein Bauer oder Bürger wie die anderen. Ebenso wahrhaftig ist ein Priester nicht mehr Priester, wenn er abgesetzt wird. Aber nun haben sie Charakteris indelebilis erdichtet und schwätzen, dass ein abgesetzter Priester dennoch etwas anderes sei als ein schlichter Laie. Ja, ihnen träumt, es könne ein Priester nimmermehr anderes als ein Priester oder ein Laie werden. Das sind alles von Menschen erdichtete Reden und Gesetze. So folgt aus diesem, dass Laienpriester, Bischöfe und, wie sie sagen, geistliche und weltliche, im Grunde wahrlich keinen anderen Unterschied haben als des Amtes oder Werkes halber und nicht des Standes halber. Denn sie sind alle geistlichen Standes, wahrhaftige Priester, Bischöfe und Päpste, aber nicht gleichen und einerlei Werkes. Gleich wie auch unter den Priestern und Mönchen nicht ein jeglicher dasselbe Werk hat. Und das steht bei Paulus in Römer 12, 4 fortfolgende und 1. Korinther 12, Vers 12 und fortfolgende und bei Petrus 1. Petrus 2, Vers 9, wie ich droben gesagt habe, dass wir alle ein Leib des Hauptes Jesu Christi sind, ein jeglicher des anderen Gliedmaße. Christus hat nicht zwei oder von zweierlei Art Leibe, einen weltlich, den anderen geistlich. Ein Haupt ist und einen Leib hat er. Gleich wie nun die, die man jetzt geistlich oder Priester, Bischöfe oder Päpste nennt, von anderen Christen nicht weiter noch würdiger geschieden sind, als dass sie das Wort Gottes und die Sakramente handeln sollen. Das ist ihr Werk und Amt. Ebenso hat die weltliche Obrigkeit das Schwert und die Ruten in der Hand, die Bösen damit zu strafen, die Frommen zu schützen. Ein Schuster, ein Schmied, ein Bauer, ein jeglicher hat seines Handwerks Amt und Werk. Und doch sind alle gleich geweihte Priester und Bischöfe. Und ein jeglicher soll mit seinem Amt oder Werk den anderen nützlich und dienstbar sein, so dass vielerlei Werke alle auf eine Gemeinde gerichtet sind. Leib und Seele zu fördern, gleich wie die Gliedmaßen des Körpers alle eines dem anderen dienen. Nun sieh, wie christlich das festgesetzt und gesagt sei. Weltliche Obrigkeit sei nicht über die Geistlichkeit, solle sie auch nicht strafen. Das ist ebenso viel gesagt wie,
Die Hand soll nichts dazu tun, wenn das Auge große Not leidet. Ist's nicht unnatürlich, geschweige denn unchristlich, dass ein Glied dem andern nicht helfen, seinem Verderben nicht wehren soll? Ja, je edler das Glied ist, desto mehr sollen ihm die anderen helfen. Drum sage ich, dieweil die weltliche Gewalt von Gott geordnet ist, die Bösen zu strafen und die Frommen zu schützen, so soll man ihr Amt frei und unbehindert durch den ganzen Körper der Christenheit ohne Ansehen der Person gehen lassen. Sie treffe Papst, Bischöfe, Pfaffen, Mönche, Nonnen oder was es ist. Wenn das ausreichend wäre, die weltliche Gewalt daran zu hindern, dass sie priesterlichen Würde entsetzt werden, was doch nicht recht wäre, wo nicht das weltliche Schwert über dieselben zuvor aus göttlicher Ordnung Gewalt hätte. Es ist auch zu viel, dass man im geistlichen Recht der geistlichen Freiheit Leib und Güter so hoch erhebt, gerade als wären die Laien nicht auch geistlich so gute Christen wie sie oder als gehörten sie nicht zur Kirche. Warum ist dein Leib Leben, Gut und Ehre so frei und nicht das meine, so wir doch gleiche Christen sind, gleiche Taufe, Glauben, Geist und alle Dinge haben? Wird ein Priester erschlagen, so liegt ein Land im Interdikt. Warum nicht auch, wenn ein Bauer erschlagen wird? Wo kommt solch großes Unterscheiden unter den gleichen Christen her? Allein aus Menschengesetzen und Erdichten. Es kann auch kein guter Geist gewesen sein, der solche Ausnahme erfunden und die Sünde geradezu unsträflich gemacht hat. Denn so wir schuldig sind, wieder den bösen Geist, seine Werke und Worte zu streiten und ihn zu vertreiben, wie wir können, wie uns Christus und seine Apostel gebieten, wie kämen wir denn dazu, dass wir stillhalten und schweigen sollten, wo der Papst oder die Seinen teuflische Worte oder Werke vornehmen? Sollten wir um der Menschen willen göttliches Gebot und Wahrheit zerstören lassen, der wir in der Taufe mit Leib und Leben beizustehen geschworen haben? Fürwahr, wir wären an allen Seelen schuldig, die dadurch verlassen und verführt würden. Drum muss das der Hauptteufel selbst gesagt haben, was im geistlichen Recht steht. Wenn der Papst so schädlich böse wäre, dass er gleich die Seelen in großer Menge zum Teufel führte, könnte man ihn dennoch nicht absetzen. Auf diesen verfluchten teuflischen Grund bauen sie zu Rom und meinen, man solle eher alle Welt zum Teufel lassen fahren, als ihre Schurkerei widerstreben. Wenn es daran genug wäre, dass einer über den anderen ist, dass er deshalb nicht zu strafen sei, dürfte kein Christ den anderen strafen, sintmal Christus gebietet, Matthäus 18,4, Lukas 9,48, ein jeglicher solle sich für den Untersten und Geringsten halten. Wo Sünde ist, da ist schon keine Ausflucht mehr vor der Strafe. Wie auch Gregor der Große schreibt, dass wir wohl alle gleich seien, aber die Schuld mache einen dem anderen untertan. Nun sehen wir, wie sie mit der Christenheit umgehen. Sie nehmen sich die Freiheit ohne allen Beweis aus der Schrift, mit eigenem Frevel, die Gott und die Apostel dem weltlichen Schwert unterworfen haben, das zu besorgen ist, es sei des Endchrists oder seines nächsten Vorläufers Spiel. Die andere Mauer ist noch loser und untüchtiger, dass sie allein Meister der Schrift sein wollen, ob sie schon ihr Leben lang nichts drinnen lernen. Sie vermessen sich allein der Obrigkeit, gaukeln uns mit unverschämten Worten vor, der Papst könne nicht im Glauben irren, er sei böse oder fromm, können aber nicht einen Buchstaben des Beweises dafür vorzeigen. Daher kommt es, dass so viele ketzerische und unchristliche, ja unnatürliche Gesetze im geistlichen Recht stehen, davon jetzt nicht zu reden Not ist. Denn dieweil sie der Meinung sind, der Heilige Geist verlasse sie nicht, sie seien so ungelehrt und böse, wie sie könnten, werden sie kühn festzusetzen, was sie nur wollen. Und wo das wäre, wozu wäre die Heilige Schrift Not oder Nütze? Lasset sie uns verbrennend und uns an den ungelehrten Herrn zu Rom begnügen, die der Heilige Geist innehat, der doch nichts als fromme Herzen innehaben kann.
Wenn ich's nicht gelesen hätte, wäre mir's unglaublich gewesen, dass der Teufel zu Ruhm solch ungeschickte Dinge vorwenden und Anhang gewinnen sollte. Doch dass wir nicht mit Worten wider sie fechten, wollen wir die Schrift herbringen. Paulus sagt 1. Korinther 14, 30, so jemand etwas Besseres offenbar wird, ob er schon sitzt und dem anderen im Gotteswort zuhört, so soll der Erste, der da redet, stillschweigen und weichen. Was wäre dies Gebot nütze, so allein dem zu glauben wäre, der da redet oder oben ansitzt. Auch Christus sagt, Johannes 6, 45, dass alle Christen von Gott Gelehrte werden sollen. So kann es ja geschehen, dass der Papst und die Seinen böse sind und nicht rechte Christen sind, noch von Gott Gelehrte, dass rechte Verständnis haben, während umgekehrt ein geringer Mensch das rechte Verständnis habe. Warum sollte man ihm denn nicht folgen? Hat der Papst nicht vielmals geirrt? Wer sollte der Christenheit helfen, so der Papst irrt, wo nicht einem anderen, der die Schrift für sich hätte, mehr als ihm geglaubt würde? Drum ist sein frevelhaft erdichtete Fabel, und sie können auch keinen Buchstaben aufbringen, womit sie beweisen, dass es des Papstes allein sei, die Schrift auszulegen oder ihre Auslegung zu bestätigen. Sie haben sich die Gewalt dazu selbst genommen. Und wenn Sie vorgeben, es wäre Petrus diese Gewalt gegeben, als ihm die Schlüssel gegeben worden seien, ist's offenbar genug, dass die Schlüssel nicht allein Petrus, sondern der ganzen Gemeinde gegeben sind. Dazu sind die Schlüssel nicht zur Lehre oder zum Regiment, sondern allein die Sünde zu binden oder zu lösen verordnet. Und es ist eitel erdichtetes Ding, was Sie sich anders und weiter aus den Schlüsseln zuschreiben. Dass aber Christus in Lukas 22, 32 zu Petrus sagt, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre, kann sich nicht auf den Papst erstrecken, sintemal der größere Teil der Päpste ohne Glauben gewesen ist, wie sie selbst bekennen müssen. Ebenso hat Christus auch nicht allein für Petrus gebeten, sondern auch für alle Apostel und Christen, wie er Johannes 17, Vers 9 und Vers 20 sagt. Vater, ich bitte für sie, die du mir gegeben hast, und nicht allein für sie, sondern für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Ist das nicht klar genug geredet? Denk doch bei dir selbst. Sie müssen bekennen, dass fromme Christen unter uns sind, die den rechten Glauben, Geistverständnis, Wort und Meinung Christi haben. Ja, warum sollte man denn derselben Wort und Verständnis verwerfen und dem Papst folgen, der weder Glauben noch Geist hat? Wäre das doch den ganzen Glauben und die christliche Kirche verleugnen. Weiter, es kann ja nicht der Papst allein Recht haben, wenn der Artikel Recht ist. Ich glaube an eine heilige christliche Kirche. Oder wir müssen so beten, ich glaube an den Papst zu Rom. Und so dies, die christliche Kirche ganz in einen Menschen ziehen, welches nichts anderes als teuflischer und höllischer Irrtum wäre. Überdies sind wir doch alle Priester, wie droben gesagt ist, haben alle einen Glauben, ein Evangelium, einerlei Sakrament. Wie sollten wir denn nicht auch Macht haben, zu spüren und zu urteilen, was da Recht oder Unrecht im Glauben wäre? Wo bleibt das Wort des Paulus in 1. Korinther 2, Vers 15? Ein geistlicher Mensch richtet alle Dinge und wird von niemand gerichtet. Und 2. Korinther 4, Vers 13? Wir haben alle einen Geist des Glaubens. Wie sollten wir denn nicht ebenso gut wie ein ungläubiger Papst fühlen, was dem Glauben gemäß oder unpassend ist? Aus diesem allen und vielen anderen Sprüchen sollen wir mutig und frei werden und den Geist der Freiheit, wie ihn Paulus nennt, nicht von erdichteten Worten der Päpste abschrecken lassen, sondern frisch hindurch alles, was sie tun oder lassen, nach unserem gläubigen Verständnis der Schrift richten und sie zwingen, dem besseren und nicht ihrem eigenen Verständnis zu folgen.
Musste doch vor Zeiten Abraham seine Sarah hören, 1. Mose 21, Vers 12, die ihm doch härter unterworfen war, als wir jemand auf Erden, ebenso war die Eselin Biliams auch klüger als der Prophet selbst, 4. Mose 22, 28. Hat Gott da durch eine Eselin gegen einen Propheten geredet? Warum sollte er nicht noch durch einen frommen Menschen gegen den Papst reden können? Ebenso straft Paulus Petrus als einen irrenden Galater 2, Vers 11 fortfolgende. Drum gebührt einem jeglichen Christen, dass er sich des Glaubens annehme, ihn zu verstehen und zu verfechten und alle Irrtümer zu verdammen. Die dritte Mauer fällt von selbst, wo diese ersten zwei fallen. Denn wo der Papst wider die Schrift handelt, sind wir schuldig, der Schrift beizustehen, ihn zu strafen und zu zwingen nach dem Wort Christi, Matthäus 18, 15 fortfolgende, sündiget dein Bruder wider dich, so gehe hin und sag's ihm zwischen dir und ihm allein. Hört er dich nicht, so nimm noch einen oder zwei zu dir. Hört er die nicht, so sag es der Gemeinde. Hört er die Gemeinde nicht, so halte ihn wie einen Heiden. Hier wird einem jeglichen Glied befohlen, für das andere zu sorgen. Wie viel mehr sollen wir dazu tun, wo ein die Gemeinde regierendes Glied übel handelt, welches durch sein Handeln den anderen viel Schaden und Ärgernis gibt? Soll ich ihn denn vor der Gemeinde verklagen, so muss ich sie ja zusammenbringen. Sie haben auch keinen Grund in der Schrift, dass es allein dem Papst gebühre, ein Konzil zu berufen und dazu bestätigen, als allein ihre eigenen Gesetze, die nicht weiter gelten, als sofern sie nicht der Christenheit und Gottesgesetzen schädlich sind. Wo nun der Papst sträflich ist, hören solche Gesetze schon auf, dieweil es der Christenheit schädlich ist, ihn nicht durch ein Konzil zu strafen. So lesen wir Apostelgeschichte 15,6, dass der Apostelkonzil nicht Petrus berufen hat, sondern alle Apostel und die Ältesten. Wo das nun Petrus allein gebührt hätte, wäre das nicht ein christliches Konzil, sondern ein ketzerisches Conciliabulum gewesen. Auch das berühmteste Konzil zu Nikäa hat der Bischof von Rom weder berufen noch bestätigt, sondern der Kaiser Konstantin. Und nach ihm haben viel andere Kaiser desselben gleichen getan, was doch die allerchristlichsten Konzile gewesen sind. Aber sollte der Papst allein die Gewalt haben, so müssten sie alle ketzerisch gewesen sein. Ich finde auch nichts Besonderes, wenn ich die Konzile ansehe, die der Papst gemacht hat, was drinnen ausgerichtet ist. Darum, wo es die Not erfordert und der Papst der Christenheit ärgerlich ist, soll dazu tun, wer am ersten kann, als ein treues Glied des ganzen Körpers, das ein rechtes, freies Konzil werde. Das vermag niemand so gut wie das weltliche Schwert, besonders die, weil sie nun auch Mitchristen sind, Mitpriester, Mitgeistliche, Mitmächtige in allen Dingen, und man ihr Amt und Werk, das sie von Gott über jedermann haben, frei gehen lassen soll, wo es Not und Nütz ist, zu gehen. Wäre das nicht ein unnatürliches Vornehmen, so in einer Stadt ein Feuer aufginge und jedermann stillstehen sollte, für und für brennen lassen, was da brennen kann, allein deshalb, weil sie nicht die Macht des Bürgermeisters hätten oder weil das Feuer vielleicht an des Bürgermeisters Haus anfing? Ist hier nicht ein jeglicher Bürger schuldig, die anderen zu bewegen und zusammenzurufen? Um wie viel mehr soll das in der geistlichen Stadt Christi geschehen, so ein Feuer des Ärgernisses sich erhebt, es sei an des Papstes Regiment oder wo es wolle? Dasselbe geschieht auch, wenn die Feinde eine Stadt überfielen, da verdienet der Ehre und Dank, der die anderen als Erster alarmiert. Warum sollte denn der nicht Ehre verdienen, der die höllischen Feinde verkündet und die Christen erweckt und zusammenruft? Dass sie aber ihre Gewalt rühmen, der zu widerstehen sich's nicht zieme, ist gar nichts geredet.
Es hat niemand in der Christenheit Gewalt, Schaden anzurichten oder zu verbieten, dem Schaden zu wehren. Es ist keine Gewalt in der Kirche außer zur Besserung. Drum, wo der Papst die Gewalt gebrauchen wollte, zu verwehren, ein freies Konzil zu machen, womit die Besserung der Kirche verhindert würde, so sollen wir ihn und seine Gewalt nicht ansehen. Und wo er bannen und donnern würde, sollte man das als eines tollen Mannes vornehmen, verachten und ihn in Gottes Zuversicht wiederum bannen und in die Enge treiben, wie man vermag. Denn solche vermessene Gewalt ist nichts. Er hat sie auch nicht und wird sie bald mit einem Spruch der Schrift wiedergelegt. Denn Paulus sagt in 2. Korinther 10,8: Gott hat uns Gewalt gegeben, die Christenheit nicht zu verderben, sondern zu bessern. Wer will über diesen Spruch hüpfen, des Teufels und Endchrists Gewalt ist's, die da dem wehrt, was zur Besserung der Christenheit dient. Darum ist ihr gar nicht zu folgen, sondern mit Leib und Gut und allem, was wir vermögen, zu widerstehen. Und wo gleich ein Wunderzeichen für den Papst wieder die weltliche Gewalt geschehe, oder jemand eine Plage wieder führe, wie sie rühmen, dass es etliche Male geschehen sei, soll man das nicht anders achten, als durch den Teufel geschehen, wegen unseres Mangels an Glauben zu Gott, wie das Christus in Matthäus 24,24 verkündigt hat. Es werden in meinem Namen falsche Christen und falsche Propheten kommen, Zeichen und Wunder tun, dass sie auch die Auserwählten verführen möchten. Und Paulus sagt, 2. Thessalonicher 2, Vers 9 fortfolgende, dass der Endchrist durch Satanas mächtig in falschen Wunderzeichen sein werde. Drum lasst uns das festhalten. Christliche Gewalt vermag nichts wider Christus. Wie Paulus 2. Korinther 13, Vers 8 sagt, wir vermögen nichts wider Christus, sondern für Christus zu tun. Tut sie aber etwas wider Christus, so ist sie des Endchrists und Teufels Gewalt. Und sollte sie Wunder und Plagen regnen und hageln, Wunder und Plagen beweisen nichts. Besonders in dieser letzten, ärgsten Zeit, von welcher falsche Wunder in aller Schrift verkündet sind. Drum müssen wir uns an die Worte Gottes mit festem Glauben halten, so wird der Teufel seine Wunder wohl lassen. Hiermit hoffe ich, soll das falsche, lügenhaftige Schrecken, womit uns die Römer nun lange Zeit schüchterne und blöde Gewissen gemacht haben, da niederliegen. Ebenso wird feststehen, dass sie mit uns allen gleich dem Schwert unterworfen sind, die Schrift nicht durch lauter Gewalt ohne Kunst auszulegen, Macht haben. Und keine Gewalt haben, einem Konzil zu wehren oder es nach ihrem Mutwillen zu berauben, zu verpflichten und ihm seine Freiheit zu nehmen. Und wo sie das tun, dass sie wahrhaftig des Endchrists und Teufels Gemeinschaft sind, nichts von Christus als den Namen haben.